Christian, wir sollten zurück, falls die Kinder doch verschlafen haben. Echt? Schade. Jetzt schon? Ich könnte noch eine Stunde weiterlaufen. Ja? Guck mal. Daniel, immer schön schauen, wo du hinläufst. Hallo. 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 Schau mal, ist es nicht der Tennistrainer von Piwi? Ja, Horst Brinkmann. Macht er jetzt schon morgens Training? Ich hab Piwi gar nicht erzählt. Nein, das ist Daniel, sein Stiefsohn. Das weiß ich, weil Brinkmann bei der Einschulung dabei war. Er lebt mit seiner Mutter zusammen. Sie sind von Altenburg hierher gezogen. Besonders fit scheint er aber nicht zu sein. Oh ja. Manchen ist es eben nicht gegeben. Willst du damit was Bestimmtes sagen? Wie kommst du nur darauf? Komm, Endspurt! Verdammter Mist. Erster. Aber Gott sei Dank, kannst du mir mal eben helfen? Ich krieg diese blöde Kette nicht rein. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst dein Fahrrad rechtzeitig reparieren? Ja, aber ich muss dir ja noch die Hausaufgabe machen. Das hast du doch auch auf den letzten Drücker gemacht. Also gut. Piwi? Ich krieg Clara nicht aus dem Bett. Kannst du mir mal helfen? Ja klar, ich mach das. Mach du Kaffee. Nee, das geht nicht. Ich muss noch duschen. Ich weiß eigentlich nicht, was so schwer daran ist, am ersten Tag nach den Schulferien ohne Hektik das Haus zu verlassen. Keine Ahnung. Wo sind Inge und Johannes eigentlich? Die haben aus Venedig angerufen. Sie sind auf dem Heimweg. Voilà. Danke. Hey Schatz, du nuckelst doch gar nicht mehr. Willst du denn gar nicht in den Kindergarten gehen? Ich habe Bauchschmerzen. Schon wieder? Ja, die Mama soll kommen. Die kommt bestimmt bald. Wo ist denn das Bauchweh? Hier? Ja. Hier auch? Ja, ganz dolle. Oh, da werde ich wohl Dr. Superheiler holen müssen, der das Bauchweh wegzaubert. Christian kann doch gar nicht zaubern. Das denkst du. Du wirst schon sehen. Dr. Superheiler? Dr. Superheiler, bitte sofort ins Arbeitszimmer kommen. Willst du nicht doch lieber zu Hause bleiben? Daniel hat schon wieder Kopfschmerzen. Nein, nein, das geht schon. Gut so, du weißt ja, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Aber wenn es schlimmer wird, lässt du dich nach Hause schicken, ja? Jetzt mach dir mal nicht so viele Gedanken. Daniel hat gar keine Kopfschmerzen. Ihm ist nur ein bisschen mulmig zumute, weil er wieder in die Schule muss. Vielleicht war es doch ein Fehler, ihn so kurz vorm Ende des Schuljahres noch umzuschulen. Vor den Ferien hat er doch gar keine Chance mehr gehabt, sich noch mit jemand anzufreunden. Jetzt fängt er wieder von vorne an. Der Daniel, der schafft das schon. Der ist doch schon viel fitter geworden. Hm? Bestimmt lacht ihn keiner mehr im Sport auf. So, jetzt komm. Hm? Lass uns gemütlich einen Kaffee trinken. Hm? Ich muss erst um 10 Uhr beim Training sein. Oh. Ich glaube, du hast einen Bauchwehfrosch. Was? Ein Bauchwehfrosch. Guck mal, ich glaube, der hat sich hier versteckt. Wie kommt der da rein? Weißt du, so Bauchwehfrösche, wenn die Langeweile haben, dann suchen die sich kleine Kinder wie dich und dann zwicken die, zwacken die, zwicken die, zwacken die, zwicken die, zwacken die. So, jetzt ist aber Schluss. Jetzt wird er weggezaubert. Madame Serafina, darf ich um die Zauberstabe bitten? Dankeschön. Subabra, Kadabra Sim Salabim. Und komm raus, du frecher Bauchwehfrosch. Du hast ja nur Quatsch gemacht. Der Frosch war gar nicht in meinem Bauch. Ja, das stimmt. Aber die Bauchschmerzen sind doch jetzt weg, oder? Ja. Siehst du, dann kannst du dich jetzt anziehen, mein Schatz. Und dann fahre ich dich gleich mal in den Kindergarten, ja? Nein, ich will hier bleiben. Ich will auf meine Mama warten. Ich muss in die Schule. Ja, und ich muss in die Praxis. Dann fragen wir Piwi. Und Lisa soll ihn ablösen. Okay.
Lisa, Lisa, nach der dritten Stunde kommst du dann nach Hause und löst Piwi ab, okay? Ja, ja. Oh, das habe ich gehört. Die Frau Schuldirektorin ermuntert Schüler zum Schwänzen. Komm, das hat auch einen guten Grund. Ich mache mir wirklich Sorgen um Clara. Ich glaube, sie ahnt, dass ihre Mama nicht einfach nur verreist ist. Ich weiß doch auch nicht, was wir ihr sagen sollen. Als du gestern mit Dr. Bischof telefoniert hast, war alles in Ordnung. Ja, er hat gesagt, sie verträgt die Therapie und es gibt Hoffnung. Gut, dann sagen wir Clara nicht, wie krank ihre Mama ist. Ich finde das nicht gut, sie zu beunruhigen, solange noch Hoffnung besteht, dass Monika wieder ganz gesund wird. Du hast recht. Wir müssen halt ganz doll auf Clara aufpassen. Alle. Und ich muss mich jetzt wirklich richtig beeilen, sonst kommt das erste Mal in meinem Leben auch noch zu spät. Oh, da, erstmal will ich noch einen Abschiedskurs. Christian. Christian, ich muss jetzt los. Schönen Tag. Ja. Übelst leicht, übelst krass, passt überall rein. Perfekter Sound und das Ding ist in Silber, Leute, ja. Geil. Das ist limitierte Version. Das Ding ist total teuer. Aber ich sag euch eins, ja. Das habe ich nämlich von meinem Onkel gekriegt. Oh, cool, so einen Onkel will ich auch haben. Mhm. Hallo. Tja, das Ding hat 30 GB, kann 7500 Songs speichern, ja? Und dazu auch noch Bilder. Geil. Cool. Ich habe so ein Teil auch zum Geburtstag bekommen. Ach ja? Na, dann zeig mal her. Ich darf es leider nicht mit in die Schule bringen. Du darfst nicht mitnehmen. Mami hat's verboten. Ich glaub's erst, wenn ich sehe, okay? Und jetzt verpiss dich. Oder haben wir dich etwa eingeladen, mit uns zu reden? So ein Loser. Guten Morgen, Freunde. Guten Morgen, Nora. Guten Tag, Herr Dr. Kleist. So, dann wollen wir mal. Ich hätte gerne Kaffee. Ist was nicht in Ordnung? Mhm, doch. Was ist denn? Ich kann hier nicht mehr arbeiten. Ach so. Und darf ich fragen, wieso nicht? Weil Sie ein Affe sind. Wie bitte? Sie brauchen eher eine Ratte. Haben Sie was eingenommen? Geht's Ihnen nicht gut? Nö, wieso? Na, hätte ich jetzt gerne einen Kaffee. Oder sehen Sie es mal, Ihr Ton. Wirklich die totale Disharmonie zwischen uns. Nora, das ist keine gute Idee, wenn Sie nicht tun, was ich sage. Ich werde da zum Tiger. Ja, dann hätten wir das Problem nicht. Moment bitte noch. Dürfte ich Sie bitte kurz sprechen? Habe ich Ihnen irgendwas getan? Nein, aber wir passen einfach nicht zusammen. Das muss Ihnen doch auch schon die ganze Zeit aufgefallen sein. Ehrlich gesagt nicht. Aber es gibt Ihnen noch lange nicht das Recht, mich einen Affen zu nennen. Na wieso? Sie sind doch einer. Was? Na, Ihr Tierkreiszeichen im chinesischen Horoskop. Und ich bin Tiger. Und die harmonieren überhaupt nicht. Das ist das Problem. Ich kann nur mit einem Pferd oder einem Hund in Harmonie sein. Verstehe. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Bevor Sie überstürzt kündigen, arrangieren wir uns und warten, bis Ihnen der geeignete Hund begegnet. Gut, können wir versuchen. Schön. Dann hätte ich jetzt gerne meinen Kaffee. Nein. Ist Horst da? Nein, er ist schon weg. Wolltest du was von ihm? Nee, von dir. Dann komm rein. Sag mal, habt ihr irgendwas genommen oder so? Ich dachte mir, was war das denn gerade? Hier, ich hab ihn geholt. Willst du sagen, geklaut? Gib ihn sofort wieder her. Ja. Ich werde noch was sagen. Was ist denn hier los? Sonja hat geklaut. Wem gehört der? Das ist meiner. Ich habe ihn heute Morgen umgezeigt. Das haben alle gesehen. Nein, das ist meiner. Ich habe den gleichen. Daniel hat selbst gesagt, er darf ihn nicht mit in die Schule nehmen. Das haben wir alle gehört. Ist das wahr, Daniel? Ja, das habe ich gesagt. Aber ich habe ihn von zu Hause geholt. Wir klären das bei Frau Holstein. Mitkommen, alle beide. Und ihr geht in die Klasse.
Benjamin, bist du dir ganz sicher, dass das dein Gerät ist? Ja, klar. Ich war aber wirklich in der Pause zu Hause. Meine Mutter hat ihn mir gegeben. Abgesehen davon, dass du dich unerlaubt vom Schulgelände entfernt hast, ist es ja dann ganz einfach. Wir rufen jetzt bei deiner Mutter an und lassen uns das bestätigen. Nein, bitte nicht. Bitte nicht anrufen. Sie ist sowieso nicht zu Hause. Ist dein Vater im Tennisclub zu erreichen? Nein! Tanja, das ist ein Diebstahlverdacht. Wir müssen deine Eltern informieren. Oder willst du, dass wir die Polizei rufen? Nein, nein. Ich geb zu. Ich war's. Was? Daniel! Was hat er denn? Daniel! Ruhig ein- und ausatmen. Alles gut. Hallo. Hey, hallo. Hat er hyperventiliert? Ja. Er hat einen MP3-Player gestohlen und ist dabei erwischt worden. Das hat ihn dann so aufgeregt. So ganz ruhig einatmen und ausatmen. Muss ich jetzt ins Krankenhaus? Nein, nein, ist alles in Ordnung. Du hast nur hyperventiliert. Hyper was? Hyperventiliert ist, wenn man zu schnell atmet und zu viel Sauerstoff im Blut hat. Das führt zu Muskelverkrampfungen und Herzrasen. Ich nehme dich jetzt mit in die Praxis und wenn alles in Ordnung ist, dann kannst du nach Hause. Ich will nicht nach Hause. Daniel, das ist alles gut. Komm. Ich bringe Frau Sauber dann später zu dir. Sie haben meine Mutter angerufen? Daniel, das musste ich doch tun. Jetzt beruhig dich, die reißen dir schon nicht den Kopf an. Hey, alles gut. Komm erst mal mit. So, Prinzessin. Honigbrot mit Kakao. Wie bestellt? Ich muss erst fertig malen. Der ist aber schön. Wer ist das? Ein Engel im Himmel. Und was macht der Engel? Er fliegt zu den anderen Engeln, da will er ganz schnell hin. Und warum? Weil es das Schönste ist, wenn man bei den Engeln ist. Das hat die Mama gesagt. Da hat die Mama recht. Warst du schon mal bei den Engeln? Nein, da darf man nur hin, wenn sie einen rufen. Und wann rufen sie ein? Da fragst du am besten Christian. Er weiß das bestimmt. Jetzt trink dein Kakao. Dankeschön. Tschüss. Schau mal, wer da ist. Komm. Ah. Inge Johannes. Hallo. Inge. Buongiorno. Hast du mir was mitgebracht? Natürlich. Was machst du denn hier? Warum bist du nicht in der Schule? Papa hat gemeint, Clara brütet vielleicht was aus. Deswegen bin ich hier geblieben. Oh. Ja, ich habe schon einen Frosch ausgebrütet. Nein, das musst du mir ganz genau erzählen. Ja, jetzt geh mal rein. Kommt. Ja, komm. Avanti. Oh, bist du schwer geworden. Aber als ich sie anrufen wollte, um die Sache aufzuklären, hat er plötzlich gesagt, er war es. Ich verstehe das nicht. Daniel war bei mir. Er hat diesen MP3-Player doch geholt. Naja, wir haben das Ding weggeschlossen, weil Daniel hat in den Ferien nicht genug gelernt und er sollte den Stoff erstmal nachholen, der ihm hier fehlt. Entschuldigung. Ja? Herr Wilhelm. Was? Ja. Ich bin gleich wieder zurück. Vielen Dank. Benjamin hat zugegeben, dass er sich mit Daniel nur einen Scherz erlauben wollte. Ein Scherz? Was denn für ein Scherz? Was sind denn das für Kinder hier auf der Schule? Frau Saro, bitte beruhigen Sie sich doch. Sie können davon ausgehen, dass wir angemessen mit der Sache umgehen werden. Angemessen? Mein Kind bricht zusammen, weil es fälschlicherweise beschuldigt wird. Und Sie werden es wahrscheinlich mit einem Verweis gut sein lassen. Ich verstehe Sie, aber solche Vorfälle unter Schülern sind heutzutage nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist allerdings, dass Daniel etwas zugegeben hat, was er gar nicht getan hat. Haben Sie eine Erklärung dafür? Mich interessiert im Moment nur, wie es Daniel geht. Das verstehe ich. Ich denke, trotzdem sollten wir uns einmal ausführlich unterhalten. Wie wäre es, wenn Sie morgen Nachmittag zu mir in die Sprechstunde kommen würden? Hm? Ja. So, das EKG ist fertig. Kannst dich wieder anziehen. Hast du eigentlich öfter Kopfweh?
Ja, aber Horst sagt, wenn ich mich viel bewege, dann gehen sie weg. Und, stimmt das? Bewegst du dich viel? Ja, muss ich ja, seitdem er da ist. Musst? Macht es dir keinen Spaß? Nein. Ich spiele lieber Schlagzeug oder Computerspiele. Echt? Das ist cool. Aber findest du nicht, dass es gut ist, als Ausgleich sozusagen ein bisschen Bewegung zu haben? Was machst du denn so? Joggen, Tennis spielen und Fahrradfahren. Das machen ja alle Jungs gern. Ich nicht. Bist du ungeschickt? Ja, besonders beim Ballspielen. Brauchst du eine Brille? Ne? Nein, sehen tue ich gut. Also mit deinem Herz ist alles in Ordnung und dein Blutdruck ist normal. Also bin ich nicht krank. Du hast dich tierisch aufgeregt. Ich habe mitbekommen, was vorgefallen ist. Ich finde es ganz toll, dass du den Diebstahl gestanden hast. Das ist der erste Schritt. Aber ich war es doch gar nicht. Was? Du hast was gestanden, was du nicht getan hast? Daniel, du musst doch nicht weinen. Warum hast du das gemacht? Weiß ich auch nicht. Lara, guck mal dahin. Und jetzt mach's mal auf. Oh, Sole mio. Oh, sole mio, oh, sole mio. Weißt du, das heißt auf Deutsch, das Lied. Oh, meine Sonne, oh, meine Wonne. Und da singen wir jetzt nur diese Schildkröte muss nicht mitsingen. Und drei, vier. Oh, meine Sonne, oh, meine Wonne. Alles gut, ich bin ja da. Mami, du sagst aber Horst nichts, oder? Daniel, du musst dich auch nicht weiter aufregen. Benjamin hat zugegeben, dass er dich nur ärgern wollte. Es tut ihm wirklich sehr leid. Das hat sich ja Gott sei Dank alles aufgeklärt. Ihrem Sohn geht es soweit wieder gut. Und der Anfall wird keine Nachwirkungen haben von mir. Das können Sie ihn jederzeit mitnehmen. Muss ich irgendwas beachten? Nein. Im Prinzip darf er alles machen, wozu er Lust hat. Wobei ich würde ihm empfehlen, dass er sich erst einmal erholt. Das war ja auch ein Schock für ihn. Ja. Das kann man wohl sagen. Komm. Auf Wiedersehen. Sagen Sie, wann war er eigentlich zuletzt beim Augenarzt? Er hat einen Sehtest gemacht mit 6 zur Einschulung. Da war alles okay. Schön. Können wir jetzt gehen? Ja, danke. Gott sei Dank warst du so schnell da. Das war wirklich eine scheußliche Situation. Ist ja Gott sei Dank alles gut gegangen. Aber er scheint in der Schule nicht besonders beliebt zu sein, wenn die sich solche Spiele mit ihm erlauben. Ja, sieht so aus. Sein Klassenlehrer sagt, er lernt schlecht, ist unkonzentriert, hippelig, unsportlich und überhaupt nicht belastbar. Ja gut, das kann viele Ursachen haben. Körperliche, seelische. Vielleicht hat er Angst vor seinem Stiefvater. Sie leben wohl noch nicht so lange zusammen. Und Daniel ist genau in dem Moment hysterisch geworden, als ich ihn anrufen wollte. Ihr Kaffee, Dr. Kleist. Ich wollte mich bei Ihnen entschuldigen. Ja? Ich bin bei der Tabelle mit den Tierzeichen verrutscht. Sie sind gar kein Affe, sondern ein Drache. Und ich bin eine Ratte. Und wir beide harmonieren sehr gut. Deswegen waren Sie mir auch gleich von Anfang an so sympathisch. So. Du versprichst, dass du Horst nicht sagst, ja? Willst du es ihm nicht selber sagen? Du hast doch gar nichts gestohlen. Ich will ihm gar nichts sagen. Du hättest den MP3-Player nicht weggeschlossen. Daniel, darüber haben wir schon gesprochen. Das war die Konsequenz, weil du nicht gelernt hast. Jetzt mache ich mir schon Vorwürfe, dass ich ihn dir überhaupt rausgegeben habe. Dann solltest du es ihm sagen. Naja, vielleicht ist es wirklich besser, wir sagen ihm nichts.
gerade so gut mit uns dreien. Hm? Aber in Zukunft halten wir uns an alle Regeln, okay? Ich hasse diese Regeln. Kommen wir nicht zurück nach Altenburg zu Oma? Willst du das wirklich? Ja, ich will hier gar nicht sein. Aber du warst doch einverstanden, dass wir zusammen hierher ziehen. Schau mal, jetzt hat Horst diesen tollen Job bekommen. Wir haben ein sehr schönes Haus und du wolltest immer einen Papa haben. Aber du machst nur noch, was er will. Ich bin dir ganz egal. Ach komm, das stimmt doch überhaupt nicht. Du bist mir das allerliebste auf der Welt. Aber wenn wir eine Familie... Ich will keine Familie sein. Nicht mit dem. Daniel! Mach doch auf. Daniel! Also so geht das nicht! Was ist denn hier los? Was ist? Daniel hat sich eingeschlossen. Ich hab abgesperrt, weil ich mich umziehen wollte. Und zwar weil wir doch heute noch Fahrrad fahren wollten. Ja klar. Ich meine, wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast, dann können wir gleich los. Aber hast du nicht gerade gesagt, dass deine Kopfschmerzen stärker geworden sind? Wie weggeblasen. Freut mich, dass du auf den Geschmack gekommen bist. Also zieh dir was über, ich besorge uns ein Wasser und dann geht's los. Also jetzt bin ich schon ein bisschen stolz. Das ist das erste Mal, dass er freiwillig Sport mit mir machen will. Das wird. Wir sind auf dem richtigen Weg, mein Schatz. Ach, ist das schön, wieder zu Hause zu sein. Nichts gegen Espresso und Cappuccino, aber unser Kaffee. Leute, wunderbar. Ich find's auch schön, dass ihr wieder da seid. Ohne euch, das war das reinste Chaos. Das habe ich gemerkt. Johannes, ist doch gleich Mittag. Mama! Sie ist aufgewacht, ich gehe schon. Nun erzähl doch mal, wie war denn eure Reise? Es war herrlich. Nur, bis auf Weiteres kann ich keine Spaghetti mehr sehen. Wir auch nicht. Wir haben uns davon ernährt. Clara wünscht sich Spaghetti. Wollt ihr auch? Oh ja! Daniel, iss deinen Salat. Du brauchst die Vitamine. Mann, Himmel, Herrgott, nochmal! Wie oft hab ich dir gesagt, schau hin! Na los, hol den Lappen! Mann! Ich mach das schon. Lass ihn das sauber machen, sonst lernt das ja nie. Stell's einfach in die Küche. So viel zum Thema gemütliche Familienmahlzeit. Jetzt reg dich doch nicht so auf. Daniel ist einfach todmüde. Ist auch kein Wunder, wenn du ihn hier so rumscheuchst. Was? Er wollte doch noch trainieren. Du überforderst ihn. Merkst du das denn nicht? Und dann hat sich Johannes tatsächlich in Venedig verlaufen. Ich? Du hast doch gesagt, es geht nach links. Oh, ich bin einfach hinterhergerannt, ich schwör's. Clara ist gerade wieder eingeschlafen. Hast du noch mal Fieber gemessen? Ja. 36,8. Eigentlich normal. Aber sie ist so unruhig. Ich glaube nicht, dass sie krank wird. Sie hat Angst, dass ihre Mutter stirbt. Was? Sie hat Pivi gezeigt, was sie gemalt hat. Und sie hat ihn gefragt, wann die Engel rufen. Oh Gott. Ja, ich verstehe. Und bitte rufen Sie uns doch sofort an, wenn es was Neues gibt, Dr. Bischof. Ja? Danke. Monika ist in Therapiesitzung. Deswegen konnte sie nicht ans Telefon gehen. Aber Dr. Bischof sagt, es läuft alles nach Plan. Wir sollen uns keine Sorgen machen. Wollen wir noch einen Schluck Wein zusammen trinken? Nee, lass mal. Mir ist heute nicht mehr danach.
Tut mir leid, dass ich vorhin so heftig war. Ich verstehe nicht, warum ich hier plötzlich der große Feind bin. Ich gebe mir doch wirklich Mühe. Daniel hat heute gesagt, er will zurück nach Altenburg. Meinetwegen. Er hat sich unser Familienleben ein bisschen anders vorgestellt. Er hat mir sogar vorgeworfen, ich hätte ihn nicht mehr lieb. Und, was hast du ihm geantwortet? Ich habe ihm gesagt, dass er mir das Allerliebste ist auf der Welt. Du würdest also tatsächlich seinetwegen unsere Liebe aufgeben, hm? Aber so weit muss es doch gar nicht kommen. Und du glaubst nur, ich kann daran was ändern? Du musst mehr auf seine Bedürfnisse eingehen. Sieh ihn mal so, wie er ist. Nicht so, wie du ihn haben willst. Es geht doch nicht darum, wie ich ihn haben will. Es geht darum, ihm zu helfen. Er hat nun mal das Problem, Freunde zu finden. Aber sportliche Jungs haben das Problem nicht. Erinnerst du dich? Deshalb hast du ihn doch damals bei mir zum Tennistraining angemeldet. Ja. Ich habe mich sofort in dich verliebt. Und was ist daran so falsch? Er ist unglücklich. Er kommt nicht damit zurecht, dass du jetzt die Vaterrolle übernimmst. Er findet dich einfach zu... ja, zu hart. Nur weil ich im Gegensatz zu dir konsequent bin, ja? Ist doch kein Wunder, dass ich hier plötzlich der Boomer bin, wenn du ihn dauernd beschützt und bei ihm alles durchgehen lässt. Ich bin seine Mutter, ich muss ihn beschützen. Vor mir? Also wenn du das so siehst, dann macht das alles keinen Sinn mehr. Natürlich macht das einen Sinn. Horst, ich liebe dich. Ich dich doch auch. Mama, habt ihr euch gestritten? Hast du es Horst gesagt? Wir müssen ja nicht bei ihm bleiben. Ich habe so gehofft, dass wir es schaffen. Weil wir jetzt das Haus haben? Nein. Weil ich Horst wirklich liebe. Ich hab dich doch auch ganz doll lieb, Mama. Ja. Ich hab Horst gesagt, dass du Probleme mit ihm hast. Er war bestimmt sauer. Nicht sauer. Traurig. Horst? Traurig? Das kannst du dir gar nicht vorstellen, was? Er hat dich wirklich gern. Er zeigt es nur anders, als ich das tue. Wollen wir es noch mal zusammen versuchen, dass es mit euch besser geht? Ja. Ja. Mhm. Nein. Die Schwester hat sich selbst gelegt. So, ich muss los, ich muss zum Sport. Tschüss. Käfer. Ja, ich muss auch los. Tschüss. Soll ich ihn rausmachen? Mal gucken, ob meine Apotheke noch steht. Tschüss. Das ist ein Käfer. Ich bin im Kindergarten. Bauchweh-Frosch ist aber wieder da. Ach, du Süße. Clara, wenn du möchtest, kannst du bei mir bleiben und wir backen zusammen einen Kuchen. Und wenn der den riecht, dann kommt der raus und dann hauen wir ihm auf den Kopf. Ja? Ja. Hier ist schon mal meine Scherze. Jo. Na gut. Soll ich dich fahren? Nee, ich nehm's Rad. Ich muss nach der Schule noch zum Tennis. Dann bis heute Abend. Tschüss. Ich geh dann auch. Sag mal, bist du einverstanden, wenn ich nachher mal vorbeikomme und beim Training zuschaue? Ja, klar. Wolltest du ja eh schon mal. Wieso denn heute? Ich hab meinen freien Nachmittag. Außerdem wollte ich mal euren Tennislehrer kennenlernen. Du meinst der Brinkmann? Der ist echt ein super Typ. Ich hab noch nie so viel gelernt wie bei dem. Sag mal, sein Stiefsohn, der Daniel, der spielt doch auch bei euch, oder? Ja. Aber es sehen wird nie was, wenn du mich fragst. Der ist untalentiert. Wieso? Er war bei mir in Behandlung und ich glaube, der hat irgendein Problem. Also geht's dir gar nicht um mich. Natürlich.
natürlich geht's mir um dich. Und um dein Tennisspiel, aber du weißt doch, wie ich bin. Schau, es geht um Folgendes. Schauen! Ja, gut! Hier, Abstand zum Ball! Hier rüber! Ah, schaufeln. Ganz ruhig! Gut! Und zieh durch bis zum Ohr! Ja, gut! Daniel, träum nicht! Zieh mal durch! In die Knie! Schau den Ball an! Hey, was soll das denn hier? Okay. Schluss für heute, ja? Die Großen sind dran. Wer Lust hat, kann auf Platz 8 und 9 noch weiter üben. Nein, wir waren fertig. Wo willst du hin? Zu Frau Holstein in die Sprechstunde. Und sag ihr, dass ich es obergemein finde, dass sie mich auch für die Sache bestraft hat. Hey, du hast in der Pause das Schulgelände verlassen. Du weißt, dass das nicht geht. Hm? Ja, aber 3 Hausmeisterstunden. Und Benjamin hat nur 10 bekommen. Er hat sofort alles zugegeben und entschuldigt hat er sich auch. Dann muss ich sie auch noch mit ihm zusammen machen. Vielleicht ist das eine Chance, dass ihr euch anfreundet? Wie ihr euch das alle mal vorstellt. Was sollte das denn? So, ruhig. Immer den Ball ankommen. Gut. Was ist denn das, Piwi? Das ist eine total schlechte Beinarbeit. Wirklich wie so ein nasser Sack. Also, konzentrier dich. Das kannst du besser. Ja, siehst du, geht doch. Aus dir mein Non-Tennisspieler. Hey, Entschuldigung, das ist mein Vater. Na du? Sie haben also dieses Riesentalent hervorgebracht. Gratuliere. Ja, von mir hat er es nicht. Ich wollte Sie sowieso schon mal herbitten und mit Ihnen über eine Einzelförderung von Piwi reden. Dem richtigen Training, da könnte das weit bringen. Mhm. Darum haben Sie ihn ja auch als nassen Sack bezeichnet. Na? Die Jungs muss man wütend machen und richtig fordern, dann bringen Sie es. Stimmt's, Piwi? Bei mir funktioniert's ja. Okay, Schluss für heute. Wenn du willst, dann können wir morgen Nachmittag wieder trainieren. Da habe ich 2 Stunden Leerlauf. Ja, gerne. Ich gehe mich umziehen. Mhm. So, Jung. Na, so ist das mit den Jungs. Wenn sie rannehmen, dann finden die das ganz toll. Aber wenn ich den Piwi so behandelt hätte, dann wäre wahrscheinlich jetzt die Hölle los. Tatsächlich, ich dachte immer, der ist richtig hart im Nehmen. Ist er ja auch. Er wirkt jedenfalls sehr erwachsen. Vor nicht allzu langer Zeit hat er noch bei uns gekuschelt. Echt? In dem Alter noch? Natürlich, was denken Sie denn? Mal sind sie kindlich, mal sind sie unheimlich erwachsen und cool. Das ist doch bei Daniel bestimmt genauso. Wie geht's ihm eigentlich? Hat er das Drama von gestern überwunden? Drama? Ich wüsste nicht, dass wir ein Drama hatten. Das finde ich gut, dass Sie so entspannt reagieren. Ich dachte schon, ich müsste mir Sorgen machen. Entschuldigen Sie, aber ich bin gestern erst spät nach Hause gekommen und hatte noch gar keine Zeit, mit der Familie zu sprechen. Was ist denn passiert? Ach, nichts. Kleiner Vorfall in der Schule. Aber das werden Sie ja heute Abend zu Hause erfahren. Nein, das möchte ich jetzt von Ihnen wissen. Was haben Sie als Arzt mit einem Vorfall in der Schule zu tun? Hören Sie, Herr Brinkmann, ich wollte Sie wirklich nicht beunruhigen. Ich denke, es ist richtig, wenn Ihre Frau Ihnen das erzählt. Ach, meine Frau. Die weiß auch davon? Nein. Ich habe meinem Lebensgefährten davon nichts erzählt. Entschuldigung, dass ich so direkt frage, aber gibt es da irgendwelche Probleme? Ich meine, schlägt er Daniel? Oder ist sonst irgendwie bedrohlich? Wie bitte? Nein. Wir haben Konflikte, ja. Weil Daniel nicht mit seiner Art zurechtkommt. Horst ist halt sehr konsequent. Und ich habe Daniel immer eher verwöhnt und ihm alles nachgesehen. Wie man das halt so macht, wenn man ein Kind allein erzieht und arbeitet. Ja, das kenne ich. Hörst du bitte auf zu spielen? Wo ist die Mama? Keine Ahnung, ich glaube einkaufen oder so. Ja, oder vielleicht in der Schule wegen der Sache gestern? Das weißt du? Ja. Findest du das in Ordnung, dass ihr mich angelogen habt? Du wärst ja doch nur ausgerastet. Denkst du nicht, wir sollten darüber mal reden? Nein. Daniel, so geht das nicht. Du kommst jetzt sofort mit mir ins Wohnzimmer und dann besprechen wir das. Nein, du hast mir gar nichts zu sagen. Du bist nicht mein Vater.
Mach die Tür auf! Daniel, sei nicht kindisch, ja? Mach sofort die Tür auf! Hey! Der Brickmann sah echt sauer aus, als er losgefahren ist. So habe ich den noch nie erlebt. Würde es dir gefallen, wenn man dich anlügt? Nein, aber warum hast du ihm das erzählt? Warum? Er hätte es eh rausgekriegt. Aber wir können doch nicht einfach so auftauchen. Das ist peinlich. Ist mir egal. Ich habe ein schlechtes Gefühl, da bin ich lieber peinlich. Ich wollte nur sagen, dass ich für ein paar Tage zu meinem Bruder fahre. Warum? Ist er krank? Nein, aber das, was ihr da gestern gemacht habt, ja? Das geht einfach zu weit. Mit Lügen komme ich nicht klar. Jetzt weißt du es also. Ja, und Daniel weiß es auch, dass ich es weiß. Er hat sich wieder in seinem Zimmer eingeschlossen. Ich wollte dir das nur sagen. Am besten, du kommst gleich her. Hilfe! Was? Daniel! Er blutet! Daniel! Hier, ruf den Notarzt. Was machst du denn für Sachen? Ich wollte zu Oma. Keine Sorge, alles wird gut. Ja, hier Kleist, wir brauchen einen Krankenwagen. Zur Hundstraße 25. Horst, ich... Dr. Kleist. Wo ist Daniel? Sie beruhigen Sie sich, es ist alles in Ordnung. Okay. Er wird gerade auf sein Zimmer gebracht. Aber wahrscheinlich muss er 1 bis 2 Tage zur Beobachtung hier bleiben. Was ist denn passiert? Er hat sich verletzt, als er vom Balkon gesprungen ist. Er ist vom Balkon gesprungen? Ich glaube ehrlich gesagt, er wollte weglaufen. Hat Horst ihm was getan? Ich weiß es nicht genau. Daniel sagt nein. Wenn Sie wollen, können Sie ihn sehen. Er liegt auf Station 22, Zimmer 104, Gang runter und dann links. Ja, ich habe noch was zu erledigen. Ich schaue noch mal nach Ihnen, ja? Horst, ja, könntest du bitte in die Klinik kommen? Ja, Daniel, ist was passiert. Mein Häschen fehlt. Wie ist es? Komm, wir decken es mit zu. Möchtest du noch was trinken? Hm? Ich sollte mir was vorsehen. Aha. Oh. Oh, Sole. Nein, nicht das. Das Lied von den Sternlein. Das hat mir die Mama immer vorgesungen. Weißt du, wie du gestanden hast, Dan? Ja.
Weißt du, wie viel Sternlein stehen? Zu hoch für mich. Zu hoch für dich. Weißt du, wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viel Wolken gehen weit hin über alle Welt? Gott, der Herr, hat sie gezählt, dass ihm auch nicht eines fehlt. Schläft sie. Schrecklich. Gott sei Dank waren Sie da. Ich verstehe diese Reaktion überhaupt nicht. Ich hatte noch nie Probleme mit Kindern. Ja, vielleicht nicht als Trainer, aber vielleicht als Vater. Ja, und ich fürchte, da bin ich auch gescheitert. Ach so, sehen Sie das? Ja, ich fürchte, das muss ich. Wenn Mutter und Sohn Front gegen einen machen, was soll ich dann noch? Warum versuchen Sie es nicht wenigstens? Ich glaube, Sie alle drei sind von dieser Situation überfordert. Und das ist doch auch normal. Eine neue Liebe, Kinder, die nicht die eigenen sind. Jeder muss doch seinen Platz in der Familie finden. Das klingt so, als ob Sie wissen, wovon Sie reden. Ja, meine Kinder haben auch eine neue Mutter. Es war nicht immer einfach, aber das Kämpfen hat sich gelohnt. Nehmen Sie die Herausforderung an. Kommen Sie. Ich bringe Sie hin. Sie haben doch bei Daniel eine außerordentliche Koordinationsschwierigkeit festgestellt. Ja, natürlich. Das ist ja auch der Grund, warum ich mir so viel Mühe mit dem Training gegeben habe. Ja, aber vielleicht ist es gar nicht das Training. Vielleicht sind es die Augen. Ich habe mir erlaubt, einen Experten auf dem Gebiet der Winkelfehlsichtigkeit anzurufen. Es kann sein, dass es am Zusammenspiel beider Augen liegt. Verstehen Sie? Die Augen sind damit beschäftigt, das Schielen zu verhindern. Durch diese Muskelanstrengung entstehen Kopfschmerzen, Schmerzen an den Augen, Unsicherheit und manchmal eben auch Doppelbilder. Mein Gott, dass das eine rein körperliche Ursache hat, darüber habe ich heute nicht nachgedacht. Ich war ja so damit beschäftigt, den Jungen fitter zu machen. Eben. Darum versprechen Sie mir, gehen Sie mit Daniel zu einem Spezialisten. Ja, das werde ich machen. Danke. Ich werde versuchen, den Jungen so zu nehmen, wie er ist. Wir werden das schaffen, nicht wahr? Natürlich. Es ist ja unglaublich, wie das alles ins Kraut geschossen ist. Da muss ich dringend dran. Bibi hat nicht mal den Rasen gemäht. Ja, das kann ich verstehen. In seinem Alter hatte ich dazu auch keine Lust. Hey! Und, alles klar? Naja, Clara war heute irgendwie weinerlich. Wir haben sie schon ins Bett gebracht. Gut, ich schaue noch mal nach ihr. Ich gehe schon. Wir fahren am Wochenende die Oma besuchen, ja? Ohne Horst? Ich weiß im Moment überhaupt nichts mehr. Horst. Es tut mir leid. Nein, nein, mir tut das leid. Komm. Wir vergessen das jetzt erstmal alles, hm? Ich finde, wir sollten das nochmal zusammen versuchen. Was meinst denn du? Wir fahren am Wochenende zu Oma. Willst du da mitkommen? Ja klar, ich meine, wenn Stefanie nichts dagegen hat. Für Ihren Anruf, Dr. Bishop. Hallo. Oh, das war ein Tag. Was ist denn? Moninger hat nicht gelitten. Christian. Sie war meine Schwester und ich habe sie kaum gekannt.
Sollen wir noch mal reinschauen? Nee, ich glaube nicht. Besser, wenn sie schläft. Sie muss jetzt viel verkraften. Komm. Clara! Was machst du denn da? Ich wollte doch nur gucken, ob die Sterne da sind. Ach, mein Mäuschen. Komm, ich zeig dir, wo die Sterne sind. Komm. Jetzt ein Engel und wohnt in einem Sternhaus. Aber das ist nicht schlimm, weil sie immer auf mich schauen kann. Auch am Tag, wenn man die Sterne nicht sieht. Woher weißt du denn das? Das hat sie mir gesagt. Und du sollst auf mich aufpassen mit dem Christian. Ja. Das werden wir. Aber es ist nicht schlimm, wenn man weint. Das hat die Mama gesagt. Die Tränen werden dann zu Sternen für das Sternhaus.